Ja, meine lieben Freunde, neue Runde 7 Days to Die auf dem PC. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist gleich Tag 42, das heißt, die Hordennacht steht wieder an. Und ich dachte mir, wir upgraden nochmal so ein bisschen die Hordenbase. Und dafür habe ich mir überlegt, dass wir uns hier nochmal einen zweiten Sicherheitsbereich quasi einziehen. Und ja, dann letztendlich alles mit schönen Fallen bestücken werden. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein. Und zwar werde ich erstmal den Boden abtragen. Das mache ich mit dem Erdbohrer. Damit das nicht ganz so schlimm wird für euch, denke ich mal, werde ich das Ganze wieder mit Musik übertönen. Und ein bisschen vorspulen natürlich, ne? Also in diesem Sinne sehen wir uns gleich wieder, Freunde. So, jetzt sollte alles soweit fertig sein. Also es sollte jetzt eigentlich alles abgetragen sein. Wir müssen mal schauen. Hier habe ich eben ein bisschen zu viel weggenommen gehabt. Je nachdem, wie viele Pflastersteinrahmen wir noch übrig oder Steine wir noch übrig haben, können wir da auch nochmal eine Reihe dann wegnehmen, damit es ein bisschen cleaner aussieht. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal schauen, dass wir alles hier mit den Steinen voll machen. Das geht ja zum Glück relativ fix. Habe ich denn eigentlich die Nagelpistole dabei? Nee. Gut, dann müsste ich eh nochmal zur Basis fahren, die Nagelpistole holen. Aber bis dahin ist uns bestimmt auch noch 200 Sachen aufgefallen. Oder sind uns bis dahin noch 200 Sachen aufgefallen, die uns eh noch fehlen. Also von daher, ich bin gespannt. Ja, die Katze macht im Hintergrund ein bisschen Radau. Aber es wäre schlimmer, wenn sie nicht hier im Zimmer wäre. Dann wäre der Radau deutlich größer, Freunde. Ich hoffe, dass euch das nicht so sonderlich stört. Ich bin echt nur auf die Hordennacht gespannt. Also wirklich, die letzte war ja schon, ja, aufregend, sage ich jetzt mal. Also wie häufig da die Steine tatsächlich kaputt gegangen sind. Also da werde ich dann auch gucken, dass wir da auf jeden Fall noch einiges an Stahl aufwerten werden. Aber jetzt machen wir erstmal die äußere Verteidigung hier. Ich hoffe dann, dass natürlich schon viele Zombies im Vorfeld sterben, dass die gar nicht erst so dicht hier an die Basis drankommen. Ah, den habe ich jetzt leider falsch gesetzt. Den auch. Naja, können wir auf jeden Fall gleich alles nochmal mit dem Erdbohrer korrigieren. Das wäre jetzt kein Problem eigentlich. So. Ist natürlich doof, wenn irgendwas explodiert hier. Dann sind, denke ich mal, die Pflastersteine auch kaputt. Könnte ich mir gut vorstellen. So, einmal außenrum haben wir jetzt alles gelegt. Das ist gut. Jetzt müssen wir mal schauen bezüglich den Klingenfallen. Also, am besten wäre es natürlich, ich habe 10, 14 Stück. Wir haben 4 Seiten. Das heißt, eigentlich können wir auf jede Seite mindestens 3 machen. Wenn nicht sogar 4. Müssen wir mal schauen. Das wird die vielleicht dann auch so ein bisschen. Vielleicht so. Hier lassen wir auch einen Block frei. So. Und dann müsste das hier ungefähr die Mitte sein. Boah, sieht doch ganz gut aus. Jetzt machen wir das gleiche Spielchen hier auch nochmal. Zack.
Müsste auch nicht alle Klingenfallen benutzen, das wäre ja Schwachsinn. So, und jetzt haben wir hier quasi, na, 1, 2. Da können wir 2, 1, 2. Wer ist da? Ja gut, hier gibt es keine so genaue Mitte. Setze ich das Ding einfach mal hier hin. Hier müsste es ja wieder. Aber es ist auch eigentlich egal, ob die mittig, ob das jetzt so wirklich mittig ist, weil die Zombies werden ja vermutlich nicht alle genau da irgendwo langlaufen. Von daher müssen wir einfach mal schauen. So, zack. Jetzt haben wir hier noch welche. 4 Stück. So. Ich könnte mir, wenn ich sogar 2 noch hinsetzen, ne? Jetzt hier 1 freilasse. So. So sieht das doch, denke ich, mal ganz gut aus. Wir hätten hier natürlich noch eine hinbauen können. Aber auf der Seite haben wir jetzt schon genug. Setze ich lieber hier hinten noch mal eine hin. Wenn die von hier kommen. So. Ja, das war es schon wieder mit den ganzen Fallen. Jetzt bauen wir noch außenrum hier. Wie wir das letztendlich in dem inneren Verteidigungswall auch gemacht haben. Nochmal hier die ganzen... Habe ich mich jetzt hier vertan? Das gibt's doch gar nicht. Tatsache. Tatsache, Freunde. Da habe ich mich ein bisschen vertan hier. Das heißt, der muss weg. Und hier müssen wir noch eine Reihe... noch eine Reihe freilegen. Aber das geht ja relativ zügig. Komm her. So. So, jetzt passt's wieder. Jetzt müssen wir natürlich hier nur noch mal ein bisschen aufstocken, den Boden. Ich hoffe natürlich auch, dass wir die überhaupt betreiben können. Also, dass wir wirklich genug Motoren, Generatoren, alles Mögliche haben. Aber ich bin da eigentlich positiv gestimmt, weil man braucht ja letztendlich auch nicht ganz so viel. Ich hoffe auch nicht. Aber das ist ja da auch relativ dicht da dran. Das sollte passen. Spiel. Macht mich manchmal verrückt. Ja. Zack. So, jetzt müssen wir hier nochmal einmal komplett die Reihe durchziehen, damit die Zombies da auch am besten reinfallen. Ich habe noch nie diese Dartfallen benutzt. Wirklich noch nie, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass die jetzt nicht so der Burner sind. Aber ich möchte die tatsächlich jetzt mal ausprobieren, die Dartfallen. Und ich weiß aber noch nicht so richtig, wie. Also ich weiß noch nicht, wo ich sie platzieren werde. Vielleicht baue ich nochmal eine Reihe. Nehme ich nochmal eine Reihe weg und packe die dann quasi in den Boden rein. Muss mir da nochmal genau Gedanken zu machen. Aber ich denke, so sieht das doch schon mal ganz gut aus. Wir haben da auf jeden Fall einen Generator. Und ich habe auch diese Dinger hier. Da bastel ich jetzt einfach auf jede Seite so ein Teil hin. Diese Relais oder wie die heißen. Und dann denke ich mal, kann ich das auch ein bisschen besser verknüpfen. Also hier scheint alles zu passen. Jetzt muss ich natürlich dann in die Basis mal rein. Na, spielt's auch gerade ein bisschen, Kollege. So, einmal rein hier. Und jetzt muss ich quasi von dem Generator aus, das wäre der hier, da glaube ich, knall ich auch direkt nochmal eine Batterie rein. Quasi an dieses Ding. An dieses Ding. Von dem Ding an dieses Ding. Und dann natürlich noch, obwohl ich könnte ja auch... Ne, warte mal, die bedienen die Fallen. Was macht das, der Generator eigentlich hier? Ich glaube, der war für den Strom da, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Für die Stromzäune. Die habe ich ja jetzt eher erfolgreich abgebaut. Ja. Hier machen wir zu. Dann können wir hier raus.
So, also die Dinger, das läuft alles. Jetzt gehen wir von den Teilen hier an die Fallen dran. Mal gucken, dann nehme ich vielleicht das Ding schon hier für die Fallen. So, von dem Ding hier dran. Das muss ich hier, glaube ich, mal abbauen. Ja, super. Das war klasse. Das habe ich prima gemacht. So, von hier. Hier dran. Alter, ich glaube, das ist... Also ich glaube, ein Generator reicht dafür nicht. Ich glaube, dafür sind es zu viele Fallen. So. Warte mal, da fehlt tatsächlich nur eins. Hier gehen drei ab und hier gehen auch drei ab. Also ist eigentlich egal. Gehen wir einfach von hier nach hier. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Die Fallen sind alle noch verbunden. Die Fallen sind auch alle verbunden. Die Geschütztürme auch. Das heißt, wir können das eigentlich direkt testen. Also genug Benzin müsste ich dabei haben. Jetzt halt nur gucken, dass wir da jetzt keinen Kurzschluss oder sowas reinhauen. So. Das können wir schon mal einschalten. So, die laufen. Einschalten. Die laufen auch. Super. Jetzt müssen wir, wo ist hier der Generator? Das war der hier, ne? Oh, ich glaube, passt das genau oder brauche ich dann noch einen? Ich glaube, die laufen nicht alle, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal einen Motor brauchen zusätzlich. Ja, also die zwei laufen nicht. Ansonsten würden alle laufen tatsächlich. Das ist gut. Das heißt, wir müssen mal schauen, ob wir vielleicht... Gut, hier machen wir jetzt mal ausschalten. Ausschalten, wenn ich da einen rausnehme, habe ich trotzdem zu wenig. Okay. Ausschalten, gut. Ich brauche noch einen Motor auf jeden Fall. Das habe ich jetzt daraus gelernt. Also ich brauche auf jeden Fall noch einen Motor. Am besten wenn sogar zwei Motoren. Weil, wir noch die Stromzäune irgendwie machen müssen. Aber da könnte ich auch einfach von den... Warte mal. Da könnte ich ja von den anderen Generator... Da mache ich hier einfach nochmal so ein Ding hin. Da mache ich nochmal eins hin. Und hier hinten. So. Ist natürlich jetzt nicht schön, ne? Weil das jetzt nicht mehr so ganz parallel ist. Ist jetzt aber auch egal. Ah, diese Erkältung, die steckt mir immer noch irgendwie ein bisschen in den Knochen. So, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Motor. Die Nagelpistole, weil wir alles nochmal ein bisschen aufwerten wollen. Vor allem hier den ganzen Kladderadatsch. Dann muss ich mir hier was überlegen, dass wir da irgendwie nochmal eine Verkleidung vormachen, dass uns da nichts angreift. Dann brauche ich Munition. Und eigentlich brauche ich noch einen Generator. Weil die Dartfallen... Die wollen ja auch mit irgendwas betrieben werden. Das heißt, wir müssen erstmal zurück in die Base düsen. Das machen wir. Ein bisschen Licht machen. Aber wir haben ja noch genug Zeit. Wir haben jetzt noch 22 Stunden Ingame-Zeit. Letztendlich für eine gescheite Base zu sorgen. Das sollten wir hinkriegen. Ups. Ich glaube, ein paar Motoren habe ich bestimmt auch noch irgendwo rumfliegen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir alle benutzt haben. Alternativ nehme ich die einfach, die wir hier oben drinne haben. Ich glaube, da oben haben wir auch noch was dran. Was läuft hier rum? Ich glaube wohl, du spinnst. Hast deine Freunde schon gerufen? Oh, die lebt ja immer noch. Hat ihre Freunde schon gerufen? Nee, ne? So, wir gucken mal. Elektro.
Hier haben wir tatsächlich keinen Motor mehr. Das ist schlecht. Da auch nicht. Sehe ich jetzt auch nichts. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Motoren holen. Das mache ich auf jeden Fall. Aber jetzt nehmen wir erst nochmal die Nagelpistole mit. Stahl haben wir ein bisschen was, aber ich habe ja noch mehr hergestellt. Also es hält sich an einem Stahlbarren scheitern. Strompfosten haben wir auch, denke ich mal, genug. Dann können wir jetzt wieder zurückfahren zur Basis, also zur Hordenbase sozusagen. Und dann muss ich mal gucken, dass ich irgendwo hindüse und ganz viele Motoren mir organisiere. Aber das ist eigentlich, ne, jedes Auto gefühlt hat einen Motor, wenn es noch ganz ist. Das sollte daher eigentlich gar kein Problem werden. Ich bin mal gespannt, ob der Stahl reichen wird. Ein bisschen was habe ich schon mit Stahl aufgewertet gehabt. Aber es sieht ja an sich jetzt schon mal nicht mehr ganz so harmlos aus. Also die Klingenfallen hatten ja da auch einiges weggeholt tatsächlich. Von daher schauen wir einfach mal. So, hier werten wir einmal alles auf mit Stahl. Reicht ja, wenn wir das untere hier so ein bisschen aufwerten mit Stahl. So hoch kommen die ja jetzt nicht. So, jetzt könnten wir natürlich auch hingehen und sagen, wir können die eigentlich auch nochmal aufwerten mit Stahl, damit uns da nichts passiert. Ich glaube, ich mache hier mal diese Stützpfosten. Die sind doch ganz schön in Mitleidenschaft gerissen worden. Aber so denke ich mal, sieht das doch ganz gut aus. Also, wir brauchen einen Motor. Warte mal, wir können aber noch, bevor wir jetzt wieder aufbrechen, möchte ich auf jeden Fall nochmal hier diese Pfosten aufstellen. Die Dinger brauche ich ja nicht mehr. Ich werde jetzt einfach nur gucken, wo ich die am besten aufstelle. Ich weiß nicht, kann ich die Dinger nochmal abbauen? Nee. Sind die kaputt? Nee, auch nicht. Gut, also die schießen auf jeden Fall in die Richtung. Muss mal gucken. Am besten wäre es natürlich, wenn die Strompfosten irgendwo da wären, wo auch die Dartfallen sind. Das heißt, die bleiben stecken und die Dartfallen töten die durchgehend. Das wäre am cleversten. Aber ich glaube, dafür ist unsere Konstruktion nicht... Na, nee, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So, das heißt, wir stellen... Ich stelle jetzt hier, wir haben so viele Dinger davon... Stelle ich einfach zwei. Ich stelle die ganz wild auf. Da gucke ich jetzt auch nicht, ob das schön aussieht. Sondern einfach nur, dass wir auf jeder Seite vier Stück haben. Da. Ah. So, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Jetzt müssen wir mal schauen. Also dieses Relais ist ja schon verbraucht. Da müssen wir jetzt quasi von diesem Relais aus. So, dahin. Da müssen wir halt gucken, dass wir das Relais an die anderen Generatoren anschließen. Ja. Brauchen halt schon ein bisschen was, ne, an Strom. Warte mal, war das nicht, dass ich hier eh noch ein zweites anschließen muss? Damit ich den Stromkreislauf schließen kann. Da stelle ich dann hier zweites auf. Dann gehen wir jetzt von dem anderen Relais, also von diesem hier. Da dran. Mm.
So, und hier haben wir angefangen, oder? Ja, da haben wir angefangen. Das heißt, wir bauen uns hier nochmal so ein Teil hin. Und dann können wir von hier hier anschließen. So. Damit ich das jetzt nicht nachher vergesse, bevor ich jetzt auf große Besorgungstour für die letzten Teile gehe, mal gucken, ob ich euch mitnehme. Vielleicht machen wir einfach ein bisschen Action in der Stadt. Mal schauen. Muss ich natürlich noch dieses Relais. Das ist jetzt hier angeschlossen. Das heißt, das Relais schließe ich hier an. Ach halt, nein. Ach nee, ich bin so dumm. Ich hätte das erst anschließen müssen, ne? Weil der kappt mir jetzt, glaube ich, hier die ganzen Verbindungen, ne? Nee. Da bin ich ja jetzt begeistert. Und von dem Generator muss ich dann hier dran. So, was brauche ich denn jetzt hier? Wenn ich das Ding jetzt einschalte. Das würde sogar funktionieren. Das funktioniert. Ich glaube, hier ist eins zu viel. Ist nicht schlimm. Dann knall ich da lieber nochmal einen Motor rein. Ich habe ja noch 3 Motoren frei. Das heißt, ich brauche 2 Motoren, wenn mich nicht alles täuscht. Die waren es ja auch, glaube ich, noch... Ja, ich nehme einfach 3. Ich organisiere 3 Motoren. Und dann sollte das eigentlich so passen. Ich muss dann nur überlegen, was mache ich denn mit den ganzen Dartfallen? Da muss ich mir ja noch was Gutes überlegen. Aber das ist jetzt hier alles verbunden, ne? Dass hier irgendwo eine Leitung fehlt. Dann haben wir nämlich eine offene Stelle, das wäre nicht gut. Aber so sieht das doch ganz gut aus. Die Dinger waren auch noch angeschlossen. Vielleicht, was haben die denn hier? 15. Die haben ja jetzt auch nicht so viel. Wäre natürlich geil, wenn ich jetzt auf dieser Seite hier vielleicht auch nochmal welche hinstelle. Das heißt, wenn die Zombies quasi hier in die Stromleitung kommen und da hängen bleiben, habe ich hier auch Geschütztürme, die gleich abknallen. Das wäre natürlich genial. Was habe ich denn hier? Maschinengewehr. Komm her. Ist jetzt die Frage, von hier hinten kam letztes Mal sehr viel. Das heißt, ich glaube, ich würde das auch so aufstellen. So. Und dann muss ich natürlich hier auf der anderen Seite... Ach halt, das war ja hier. So. Und jetzt muss ich wieder das richtige Relais nehmen. Ich glaube, das war das hier. Da gehe ich dann dahin. Und dieses Relais hier. Hier hin. Oh. Eieieiei. Das wird, glaube ich, ziemlich crazy werden. Also ich muss sagen, ich spiele 7 Days jetzt, ich glaube, ich habe über, ja, da knapp 1000 Stunden wahrscheinlich, alleine auf dem PC. Auf der PlayStation sieht es nahezu ähnlich aus. Bevor ich mir einen PC geholt habe, habe ich das ausschließlich auf dem PC, auf der PlayStation gespielt. Also ich habe schon etwas meiner Lebenszeit bei 7 Days verbracht, ne? Aber so eine Hordenbase mit solchen Fallen oder auch mit so vielen Fallen habe ich, glaube ich, noch nie gebaut. Also insbesondere mit den Rotorklingen. Ich meine, Geschütztürme habe ich schon ein paar Mal eingesetzt. Aber diese Rotorblätter, boah, das sieht schmackhaft aus. Also ich freue mich jetzt extrem auf die Horde, aber wir haben noch einige Erledigungen zu tun. Das machen wir aber in der nächsten Folge, Freunde. Deswegen seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt 7 Days to Die auf dem PC. Schreibt mir gerne einen Kommentar, ob euch die Folge gefallen hat. Darüber würde ich mich sehr freuen und lasst auch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns vermutlich wieder in der City zurück. Da fahren wir aber wahrscheinlich mit dem Truck hin, weil da einfach mehr Platz drin ist. Da können wir mehr Teile mitnehmen. Dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid. Und ja, habt eine schöne Zeit, Freunde. Macht's gut. Tschüss. Bis dann.